Diese Review wird unterstützt durch Amazing Collectibles, euren Online-Shop für 1:6 Figuren und mehr. Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnegge Reviews. Heute gibt es wieder eine richtig tolle Hot Toys Figuren-Review für euch. Heute ist der Captain im Haus. Heute gibt es eine Captain America-Figur aus Avengers Infinity War. Und zwar die Movie Promo Edition. Das ist so gesehen eine kleine Special Edition, die damals Avengers Infinity War promotet hat. Und den gucke ich mir heute mal für euch an. Es gibt diese Version natürlich auch noch als normale Infinity War-Version. Aber der hier, der ist auch gar nicht schlecht und hat noch so ein paar kleine mit in der Verpackung, die ich super cool finde. Schaut euch das mal an, das ist die typische Infinity War Verpackung, die wir jetzt von Hot Toys haben. Vorne ist Cap drauf, Chris Evans, na, hier dann natürlich noch das Logo und dann hier seht ihr, da steht Movie Promo Edition. Auf der Seite seht ihr dann auch nochmal hier schön, na, da ist der Infinity Gauntlet am Start und hier auf der Seite seht ihr sogar nochmal Cap seinen Schild. Na, alles relativ cool, auf der Rückseite ist natürlich der ganze Credit Stuff am Start und wir können das Ganze sogar hochziehen. Zeige ich euch mal hier. Da ist Cap nämlich schon drin, aber ich denke mal, ihr wollt ihn halt sehen. Deswegen, wie immer, ich kriege ihn jetzt nicht runter, er geht nicht zu. Wie immer, auf zum Review-Bereich. Lasst uns den coolen Captain America in seiner Movie-Promo-Edition mal genauer angucken. Viel Spaß! Und da haben wir nun den Movie-Promo-Captain America. Und ich muss sagen, doch, der gefällt mir ganz gut. Er hat zwar so ein, zwei Kleinigkeiten, die auch den Fans so ein bisschen aufstoßen, aber das ist jetzt alles nicht so wild. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen sieht unser Cap hier natürlich wieder unglaublich gut aus. Und auch das Zubehör aus dieser Movie-Promo-Edition, das ist schon irgendwie recht cool auf jeden Fall. Aber lasst uns einfach erstmal ganz genau angucken, wie hier Captain America überhaupt umgesetzt wurde. Es ist natürlich unser Cap aus Infinity War mit dem Vollbart und den zwei Schildern aus Wakanda, die ich ihn jetzt schon mal rangepackt habe. Denn gerade dafür ist er ja relativ berühmt. Und das sieht schon mal sehr gut aus, muss ich sagen. Das gefällt mir. Das Gesicht und der Headscalp von Chris Evans hat hier und da ein bisschen Missfallen ausgelöst bei einigen Fans. Aber ich muss sagen, Leute, guckt ihn euch wie immer mal in Hand an. Ich denke mal schon, der sieht wirklich sehr stark aus. Viele haben die Unterlippe bemängelt. Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Finde ich hier gar nicht so schlimm. Ich finde ganz ehrlich, das sieht sehr stark aus. Man kann Chris Evans auf jeden Fall sehr gut erkennen. Na, also da muss ich auf jeden Fall so ein bisschen dementieren. Ich finde das gar nicht schlimm. Daher sieht er hier für mich eigentlich sehr stark aus. Man kann ihn auf jeden Fall sehr gut erkennen. Was ich gut finde, ist, wie gesagt, die ganzen Details, die jetzt hier im Bart sind. Na, das wurde wieder sehr schön gesculptet. Das sieht sehr schön aus. Cap guckt ein bisschen böse. Das sieht auch ganz gut aus. Die Augen wie immer sehr lebensecht. Na, das ist auch sehr schick. Und dann auch die etwas längeren Haare nach hinten gekämmt. Das Ganze hat wieder so einen kleinen Bronze-Finish abgekriegt. Eine kleine unschöne Sache sehe ich jetzt hier gerade. Das ist ja okay, da muss man aber ehrlich sein, das kann keinem gefallen. Hier wurden die Haare rangesetzt. Und man sieht jetzt hier natürlich eine richtig schöne, zackige, sehr, sehr unschöne Linie. Das ist wirklich ein Part am Kopf. Sowas muss nicht sein, das haben wir auch schon besser gesehen. Das ist echt nicht schön. Na, da muss ich sagen, okay, wenn da jetzt einer irgendwie nörgelt, das verstehe ich. Das verstehe ich auf jeden Fall. Das ist nicht sehr schön. Aber ansonsten, wie gesagt, der Headscalp, der gefällt mir doch recht gut. Ne? Aber natürlich nicht nur der Head, auch der Rest vom Suit halt, wie er halt auch in Infinity War getragen wurde. Der wurde hier schon wirklich sehr schön von Hot Toys umgesetzt. Was wir hier sehen, sind so gesehen die Überreste von Captain America, von seinem Anzug. Ihr seht, er ist natürlich auch schon beschädigt. Hier könnt ihr zum Beispiel mal auf die untere Struktur gucken, die hier eigentlich in dem Captain America Suit verarbeitet ist. Und das ist eigentlich so eine kleine, feine Andeutung an den klassischen Captain America aus den Comics, der ja eher so eine Art Schuppenpanzerung hier um seinen Brust- und Halsbereich hatte. Und ich finde, das sieht ganz cool aus. Er hat sich natürlich den Stern von der Brust gerissen, weil er nicht mehr Captain America ist. Na, also auch da alles nicht mehr so, wie wir es halt kennen. Auch hier unten dieser ganze Part, der sonst immer so schön in Rot und Weiß ist, was die amerikanischen Flaggen so ein bisschen repräsentieren soll, ist wirklich schon komplett ausgewaschen und verdreckt und alles. Und man erkennt nicht mehr viel von Captain America. Auch auf den Seiten, auf den Schultern ist auch kein Avengers-Logo mehr zu sehen. Das ist alles weg. Na, also ist eigentlich nur noch der Grundanzug. Hauptsache, er ist funktional, damit er im Notfall damit halt noch irgendwie kämpfen kann. Ne? Aber ich denke mal, so im Großen und Ganzen ist es halt der Captain America-Anzug. Nur halt, wie gesagt, gebraucht. Auch hier, die Schultergurte hier, die sind ganz cool gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, ganz genau, was das hier für Teile hier, die hier oben drauf sind, sind. Man könnte meinen, es sind so Art, keine Ahnung, sieht aus wie Mikrofone, irgendeine Funktion, ich weiß es nicht. Wenn das einer von euch weiß, was sind das für Teile? Ich möchte das gerne mal wissen, weil die gehen in einen ganz feinen Draht nach hinten auf den Rücken bis hierhin. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung genau, was das darstellen sollte.
Na, das weiß ich leider nicht, aber es sieht irgendwie cool aus auf jeden Fall. Ja, ansonsten, ihr seht das ja, er trägt natürlich jetzt hier auch seinen typischen Gürtel, den er sonst immer dabei hat. Ne, das sieht ganz nice aus. Na, vorne mit dieser silbernen Schnalle, mit den ganzen Taschen und alles. Die sind alle geschlossen, die sind aus Kunststoff, die sind nicht funktional. Da könnt ihr also nichts machen. Der Gürtel selbst ist Hot Toys typisch hier mit einem kleinen Knöpfchen versehen. Das heißt, ihr könntet ihn öffnen, so ein kleiner Druckknopf. Rate ich aber von ab, warum sollte man Cap jetzt hier unbedingt noch den Gürtel abnehmen. Es sei denn, ihr wollt daran irgendwas fixen, ich würde das nicht machen. Die Hose selbst auch da in diesem sehr dunklen Blauton gehalten. Man kann hier auch noch so ein bisschen die roten Streifen erkennen. Dann hier die Kniepads, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, denn die wirken hier gerade auf der Seite sehr, sehr locker. Und ich habe da immer noch so, ja, so den bitteren Nachgeschmack von unserem Deadpool, ne, wenn das jetzt hier geknickt wird, dass das hier nicht irgendwie abgeht. Also die Kniepads sollte man hier auf jeden Fall im Auge behalten. Die Stiefel selbst sind wieder separiert, ne, das haben wir ja nun öfters schon bei Hot Toys gesehen. Ne, wir haben diesen ganzen Part hier, der ungefähr bis hier hingeht, ne, wo das Ganze dann aus einem etwas gummiartigen Material gemacht wurde. Und die Stiefel und die Schuhe sind dann selbst nochmal eigenständig, damit wir hier unten durch die Kugelgelenke halt noch so ein bisschen was bewegen können. Also auch da muss ich sagen, völlig okay. An den Armen seht ihr jetzt nun, wie gesagt, ich habe die Schilder jetzt einfach mal rangemacht. Die Uniform ist hier hochgekrempelt, ne? ungefähr bis zu den Ellbogen. Dann sind hier ja, so ein paar Sachen dran, die wirklich den Fans nicht gefallen haben. Und ich muss auch sagen, wenn man das jetzt so sich ja, selber anguckt, es sieht nicht schön aus, bin ich ganz ehrlich zu euch. Da bin ich auf der Seite von denjenigen, die das nicht so mögen. Die Rede ist hier von den Handschuhen. Ich habe jetzt mal eine austauschbare Hand hier, schaut mal. Das Ganze ist eher in einem Glossy Finish gehalten und für Hot Toys Verhältnisse sieht das alles sehr, sehr, sehr unsauber gepainted aus. Das mag ich jetzt nicht. Schaut mal, das sieht nicht schön aus. Da bin ich ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht so mein Fall. Na, selbst der Hautton und alles, das sieht nicht so toll aus. Na, ja, okay. Das ist aber wirklich so der einzige Part jetzt wirklich an dieser Figur, der so ein bisschen komisch aussieht. Na, weil, weiß ich nicht. Ich glaube, man ist mittlerweile echt Besseres gewöhnt. Ne? Aber die Hände sehen jetzt nicht wirklich so sauber gearbeitet aus, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ansonsten richtig grandios gemachter Cap. Ich muss sagen, mir gefällt er so, wie er jetzt ist, gut. Es sei denn, hier fallen die Schilder ab, weil ich hier den Balljoint nicht vernünftig festgesetzt habe. Das Gelenk. Ne? Komm mal her. Yes, halt dich da. Schön die Schilder festhalten. Und dann passt das Ganze. Tja, und wenn wir jetzt schon hier generell bei den Schilden sind, würde ich sagen, gehe ich doch mal gleich auf das grandiose Zubehör ein. Die Schilde selbst sind natürlich nicht fest an eine Figur ja, rangeklebt oder sowas. Macht euch da bitte keine Sorgen. Ich habe das jetzt da nur mal rangemacht, damit man einfach diesen typischen Infinity War Captain America Look hat. Ihr könnt sie ganz normal, ihr habt es ja gesehen, hier abziehen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich eine von den Händen hier gleich reingefriemelt habe, damit er das festhält, damit man das hier dann einfach so reinstecken kann. Dann geht das eigentlich ganz gut. Die Schilde selbst, finde ich, sind ganz cool gemacht. Auch wenn sie nur aus Kunststoff gemacht sind, könnt ihr natürlich so ein bisschen halt den Wakanda-Style erkennen, der hier drauf ist. Das Ganze ist aber auch schon trotzdem ein bisschen angegangen. Wir können hier roh so ein bisschen schon das Metall darunter erkennen. Das ist sehr nice. Und wenn ihr ganz genau so einen kleinen Hang zum Detail haben wollt hier, ne, diese Schilde ließen sich ja natürlich auch ausfahren. Das geht hier auch. Hier vorne an der Spitze müsst ihr einmal ein bisschen raffer ziehen und dann geht hier halt diese vordere Spitze noch mit raus und das sieht auch recht stark aus. Ne? Also hier, ne, in der Szene gibt dem Mann ein Schild, ne, in dem Trailer, und dann geht das hier so ab. Ne? Könnt ihr auf beiden Seiten machen. Das finde ich schon mal eine sehr schöne Kleinigkeit hier auch rausgezogen. Na, dann sind die Schilde so gesehen kampfbereit. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Obwohl, ich bin ehrlich zu euch, ein Captain America gefällt mir halt immer noch am besten, wenn er seinen richtigen Schild hat. Aber ja gut, in dem Sinne war er hier schon nicht mehr Captain America. Ansonsten, zubehörtechnisch hat er eigentlich immer Sachen dabei, wo ich mir persönlich gewünscht hätte, dass es davon eigentlich eine richtige Figur gibt. Für mich definitiv ein riesen Highlight ist hier die Glaive von Corvus Glaive, die mit dabei ist. Die gibt es, soweit ich weiß, jetzt wie gesagt nur hier in der Movie-Promo-Edition. Und da sage ich mir jetzt schon, die Glaive ist super cool, die ist riesengroß, aber wieso haben wir keinen Corvus Glaive als eigenständige Figur gekriegt? Den gab es sogar im Display bei einer San Diego Comic-Con, da hat man ihn schon gesehen. Aber ich habe leider die Befürchtung, dass auch dieser Corvus Glaive nie den Weg in unser Sammlerregal finden wird. Daher müssen wir uns halt mit seiner Glaive halt hier bei der Movie-Promo-Edition von Captain America begnügen. Aber das Ding ist riesig, oder? Schaut euch das mal an. Das ist ein gewaltiges Teil. Es ist bestimmt so an die 30, 35 cm hoch.
Also wirklich riesengroß und das gefällt mir halt. Was im Film immer so ein bisschen nicht rüberkam, was mir sehr leid getan hat, weil Corvus Glaive ist einer meiner Lieblinge der Black Order, Thanos seiner Eliteeinheit. Wenn Corvus Glaive stirbt, ist er so gesehen nicht tot, denn seine Essenz lebt in dieser Glaive weiter. Solange diese Glaive existiert, existiert auch Corvus Glaive. Und er hat ja im Film, soweit ich weiß, zwar das Zeitliche gesegnet, aber die Glaive existierte noch. Das heißt, er dürfte eigentlich nicht tot sein. Also wie gesagt, diese Glaive ist wirklich super genial. Ich nehme die Cap jetzt mal hier aus der Hand. Komm mal her. Schaut euch allein mal das hier an. Wie groß das ist. Das passt in meiner Handfläche. Das Ganze ist nur aus Kunststoff. Es ist kein Metall, aber es sieht einfach unglaublich stark aus und hat sehr fiese, spitze Kanten. Na, also wirklich ganz, ganz toll gemacht. Auch hier die andere Seite nochmal. Na, wirklich super. Wirklich ganz, ganz toll. Ein schönes Highlight auf jeden Fall, was mit dabei ist. Aber nicht nur die Glaive von Corvus Glaive ist mit dabei. Auch eigentlich von seiner Gefährtin, die jetzt im Film, soweit ich weiß, seine Schwester darstellen sollte. Ja, da ist auch noch die Waffe mit bei. Und zwar der Speer von Proxima Midnight ist auch noch hier mit dabei. Und auch da muss ich sagen, sehr, sehr cool. Aber ich hätte Proxy auch gerne als eigenständige Figur gehabt. Aber auch da seht ihr, das Ding ist extremst lang. Ne? Ich glaube nicht so lang wie von Corvus die Glaive, aber das Ding hat schon was. Ne? Auch da sehr lang gemacht, das ganze Stück. Ich nehme es jetzt Cap hier auch mal kurz aus der Hand, dann könnt ihr euch das nochmal genauer angucken. Gerade hier vorne die Spitzen. In den Comics ist es ja eher so, dass sie wirklich einen normalen Speer hatte, womit sie dann halt Energiespeere abwerfen konnte. Hier ist das Ganze jetzt halt so eine Art Energiestangenwaffe gewesen. Ne? Auch da muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut. Sie ist sehr filigran und auch sehr flexibel, passt da so ein bisschen auf. Auf der anderen Seite haben wir dann halt hier diese Art Schneide, diese Klinge. Ihr könnt das vielleicht erkennen, hier ist so ein bisschen durchsichtiges blaues Plastik dran, ne, was dann halt hier so ein bisschen so eine Art kleinen Laser halt repräsentieren soll. Auch das gefällt mir ganz gut. Ne? Also ich muss sagen, beide Waffen sind sehr schick geworden. Ne? Und gibt es nur bei der Movie-Promo-Edition und ich denke mal, der ein oder andere wird sie sich halt deswegen halt in die Sammlung geholt haben, weil ich finde das schon irgendwie cool. Gerade aber die Glaive von Corvus Glaive, das ist für mich so ein Teil, das sieht einfach unglaublich stark aus. Allerdings fehlt da wirklich dann zu der Waffe die jeweilige coole Figur. Da würde ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber freuen. Bin mal gespannt, ob ihr das auch so seht. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, bevor ich jetzt zu den letzten beiden Teilen komme, kommen wir nochmal fix zur allseits beliebten Beweglichkeit unserer geliebten Hot Toys Figuren. Bei Cap ist es jetzt halt so der Fall, dass sein Kopf wieder ein kompletter Teil ist. Ihr seht das ja hier, Kopf und Hals, die sind komplett zusammen verbunden. Ne? Also da denke ich mal, das ist völlig okay. Den Kopf könnt ihr 360 Grad drehen, die Haare sind nicht im Weg. Nach unten das Ganze ungefähr so weit, nach hinten ungefähr so, das geht auch. Dadurch, dass der Anzug hier separiert ist, kriegen wir die Schulter noch einigermaßen weit nach oben. Ungefähr so weit, wenn ich das Ganze strapaziere, auch völlig okay. Die Arme nach vorne gehen dann ungefähr so weit, genauso wie nach hinten. So weit, aber ihr habt ja gesehen, ich habe es ganz schön gedrückt. Wir haben hier natürlich noch die, die obere Beweglichkeit im Arm hier. Dann haben wir doppelte Ellbogengelenke am Start. Auch das alles mehr als gut. Die Hände sind jetzt natürlich ein bisschen eingeschränkt. Dadurch, dass die Handschuhe selbst über die Gelenke drüber gehen, können wir sie eigentlich nur so drehen. Na, mehr ist da eigentlich nicht machbar. Das ist ein bisschen schade. Der App Crunch, sprich Cap nach vorne und nach hinten bewegen. Ihr seht das ja auch hier, das geht einigermaßen. Na, also einigermaßen nach vorne geht das Ganze so. Nach einigermaßen hinten geht das Ganze so. Also mehr als okay, denke ich mal, das reicht. Eine Hüftbeweglichkeit ist auch drin. Ihr seht ja, das Ganze ist hier separiert. So eine Art Hose trägt er einfach. Ne? Bleibt sogar ein Platz. Auch das geht. Der Split geht so weit. Auch da okay, mehr als okay. Die Oberschenkelbeweglichkeit ist da. Die Beine nach vorne ist jetzt ein bisschen critical, weil ihr seht schon, ungefähr so geht das Ganze, ne? Nach hinten. Ungefähr so. Na, ist wirklich nicht viel Spiel. Na, und dann halt die doppelten Kniegelenke, wo ich dann halt sage, hier, schaut mal da, wie sich das strapaziert und wie sich das hier rausbiegt. Da sehe ich ein riesengroßes Problem, dass das über Zeit abgeht. Also passt unbedingt auf. Stiefel, wie gesagt, separiert. Wir haben hier unten halt das Kugelgelenk. Ups, ja. Vorführeffekt, da ist das Kugelgelenk. Na, ihr könnt es dann halt ganz normal nach links und rechts bewegen. Komm mal her hier, wieder rein damit. Jetzt geht er nicht rein, so. Okay, müsste halten. Na, also auch da gute Beweglichkeit. Cap kann sich einigermaßen gut bewegen. Da könnt ihr ein bisschen was mit raushauen, wenn ihr wollt. Das ist schon völlig okay. Das muss ich sagen, gerade für so einen eng anliegenden Anzug geht das schon klar. Kommen wir jetzt mal zum letzten großen Teil, was mit dabei ist.
Der Stand! Ja, darauf habt ihr euch doch gefreut. Der Captain America Stand von Avengers Infinity War. Mit der Standard-Crouch-Gabel natürlich am Start. Aber wir haben hier noch die Möglichkeit, so ähnlich wie bei den Star Wars-Figuren, noch eine andere Scheibe raufzulegen. Schaut mal. Hier nochmal so ein kleiner Untergrund, der dann halt aus der Kampfszene wahrscheinlich in Wakanda halt stammen soll. Dieser matschige Untergrund, wo sie dann halt gegen Thanos seine Armeen kämpfen. Das ist schon mal gar nicht schlecht, oder? Aber so ein Stand, der holt kaum noch einen irgendwie hervor und interessiert einen. Dafür gibt es jetzt natürlich aber noch ein kleines schönes Teil, womit ihr das Ganze ein bisschen aufhübschen könnt. Und zwar könnt ihr hier noch einen von den Outriders mit draufpacken. Schaut mal hier. Ja, so einen kaputten, ne, den können wir dann irgendwie damit drauflegen. Der wurde halt schon besiegt, auseinandergeschnitten etc. Das ist ein schönes kleines Teil. Der ist ganz schön schwer, muss ich sagen. Na, und der ist halt mit dabei. Er ist jetzt nicht so toll gemacht, wie man es sich vielleicht vorstellen sollte. Na, ist nicht so fein gesculptet wie jetzt die normale Figur. Aber ich finde, das Ding sieht super cool aus. Da können wir uns nochmal genauer angucken, wie die Viecher eigentlich aussahen. Na, und das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Schön gemacht auf jeden Fall. Na, für eine kleine Dreingabe, für ein kleines Diorama mit den ganzen goldenen Intarsien hier und alles. Schon nicht schlecht. Lässt sich natürlich nicht bewegen. Ne? Also er ist einfach rein dafür da, dass er da K.O. irgendwo in der Ecke liegt. Aber ich finde, er sieht cool aus. Ne? Und er ist wirklich, der ist schwer. Der ist wirklich gar nicht so leicht. Hätte ich nicht gedacht. Na, also schönes kleines Teil, eine schöne kleine Ergänzung für die Movie-Promo-Edition von Cap. Na, für Avengers Infinity War. Und da würde ich sagen, ja, das ist alles, was ich euch zu dieser Figur zeigen kann. Also, eine sehr, sehr schön gemachte Captain America Infinity War Figur, die auf jeden Fall Fans finden wird, denke ich mal. Gerade durch die Movie-Promo-Edition, durch die Glaive von Corvus Glaive, durch den Speer von Proxima Midnight und den kleinen Outrider, der da unten liegt. So genau so muss er da eigentlich reinliegen, weil er hat hier noch so eine kleine, warte mal, komm mal her. Hier noch so eine kleine Aussparung, habt ihr das gesehen, hier in diesem Bereich, wo er ihn dann einfach hinten halt auf dieses Hexagon rauflegt und so ein bisschen so gesehen den Stand nochmal umarmt, dann sieht das ganz cool aus auf jeden Fall. Ne? Ja, das ist alles, was ich euch zeigen kann. Mehr ist nicht dabei. Ob es sich natürlich jetzt lohnt für euch, müsst ihr selbst wissen. Wenn ja, schaut bei Amazing Collectibles mal rein, ob er vielleicht irgendwie noch vorhanden ist. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal schon, der ein oder andere wird ihn sich eh schon geholt haben. Daher würde ich sagen, ja, viel Spaß damit. Und für alle, die da noch Interesse dran haben oder die den gut finden, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr von dem haltet. Und ich würde sagen, ich bin raus für heute. Also Leute, danke wie immer fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denne dann und reingehauen.